Wir sind jetzt hier im Exil in Zürich mit dem Baldi Minder, einem der Mitgründer des Ghost Festival und auch Management und Booker von der Kleinklasse. Man sieht hier, ihr seid nicht das erste Mal hier im Exil. Nein, ich bin nicht das erste Mal da. Ich habe mir vorhin gerade überlegt, wie manchmal, dass ich schon da war. Und ja, ich weiß es nicht. Ich war sicher schon 5 bis 10 Mal hier und viele Erinnerungen an die Location und viel Liebe für die Location. Wie wir es ja jetzt vorher schon erwähnt haben, du bist Mitgründer vom Ghost Festival. Ist das vielleicht sogar ein bisschen mit dem Grund, wieso dass du dort von Anfang an mit dabei warst? Das war ja so, dass mir eigentlich der Flo Eichenberger, der die Idee hatte, hat angefragt. Die Idee ist ihm gekommen, wegen dem heisst es so Ghost Festival. Die Idee ist ihm eigentlich gekommen, weil es ja im Schutten gibt es ja die Geisterspiele. Und als solidarischer Fußballfan heutzutage tust du ja deine Saisonabi eigentlich gleich erneuern, obwohl du so die ungewisse Zukunft reinmachst. Also, ich habe mein IB-Saisonabi, aber ich eigentlich gewusst, ich werde auch nicht allzu viel Spiel sehen. Und so ist ja auch die Idee entstanden für das Ghost Festival. Also, es hat dort wie einen klaren Bezug und er hat mich nachher gefragt. Du hast es ja jetzt eben schon ein bisschen vorweggenommen, wie das Ganze entstanden ist. Kannst du uns noch mal ein bisschen mehr über die Idee und halt das Konzept des Ghost Festival erzählen? Ja, sehr gerne, ja, sicher. Also die Idee ist eben analog zu dem Fußball-Ding, wo man halt eine Saison abkauft, obwohl man ja eigentlich damit rechnet, dass man nicht viele Matchen wird sehen. Also man kann das eigentlich als Unterstützung kaufen. Genau gleich ist eigentlich die Grundidee vom Ghost Festival. Also wir tun das Festival eigentlich organisieren wie ein richtiges Festival. Wir haben ein Booking gemacht, wir haben 295 Bands im Line-Up. Also ist von dem her eigentlich das grösste Festival der Schweiz mit dem grössten Line-Up. Und der Clou daran ist, dass es eigentlich, also es findet eben Ende Februar nicht statt. Mit dem, was man jetzt da wahrscheinlich nicht rechnen will, ist, dass es auch bei einem Festival, das nicht stattfinden wird, Absagen gibt. Hat es das bei euch gegeben? Hey, tatsächlich. Also es hat ein paar... allgemein, so, das war eine sehr intensive Phase. Ich habe ja eben einen grossen Teil vom Booking gemacht. So, und als wir am Anfang zusammengekommen sind, wir haben damit gerechnet, dass es vielleicht zwischen 150 und 200 Bands werden sein. Und nachher sind es immer wie mehr geworden und wir haben ein Brainstorming gemacht. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, hey, das wird nicht nur eine deutsch-schweizer Geschichte. Wir müssen unbedingt die Romandie auch an Bord holen. Nachher haben wir die Romandie recht gut vertreten. Jetzt müssen wir schauen, dass Ticino auch. Und jetzt haben wir das Ticino, jetzt wollen wir die rätoromanische Schweiz. Also wir haben wirklich so... es ist immer wie grösser geworden, eigentlich während dem Machen. Und nachher hat es wirklich auch Bands, die haben zugesagt, die nachher plötzlich gefunden haben, nein, ich mache jetzt gleich nicht mit. Hat mir nicht erschlossen, wieso, aber ja, weiss es auch nicht. Jetzt ist ja auch ein bisschen launisch, gell? So gewisse MusikerInnen. Es heisst ja eigentlich, an dem Festival wird gar keine Musik gespielt. Wird das durchgezogen oder kann man doch mit ein, zwei Livestreams von gewissen Acts rechnen? Nein, es wird keine Livestreams geben und das ist ein bewusster Entscheid. Es hat jetzt ganz viele so Livestream-Sachen gegeben, auch schon beim ersten Lockdown. Ich bin da auch, wir haben jetzt Bern zum Beispiel Stage at Home gemacht, noch mit der Musikförderung Bern zusammen und so. Und das war sehr schön gewesen, aber die Streaming-Konzerte haben auch etwas Undankbares für eine Band. Also es ist wie als Band, wo du ja hier etwas spüren, das zurückkommt. Und wenn das Einzige ist, das zurückkommt, dass irgendwie 5, 6 Kameras aufgestellt sind in einem Raum. Es hat so etwas Töteliges. Und man hat es auch schon gesehen. Und das ist wirklich, es fragen viele Leute nach diesen Streams und so. Aber es ist wie, es gibt jetzt einfach mal nichts irgendwie in Musik. Und nein, es ist jetzt mehr einfach mal der Zeitpunkt, wo man einfach auch mal zurückgeben kann. Oder in Zeiten, wo man ja eigentlich auch fast nichts mehr zahlt für Musik, wo man ja eigentlich alles pfannenfertig auf dem Streaming-Portal serviert bekommt, ohne dass man muss zahlen. Also von dem her haben wir jetzt da eigentlich nichts Seriöses geplant. Außer eben die CD, die kommt und dort ist ja dann schon auch noch, dort kann man schon auch reinhören und es passiert etwas.
Und wer gleich nicht will auf Festival-Feeling verzichten, der soll unbedingt am 27. und 28. Februar den Suiza Music Stories Instagram-Account im Auge behalten, weil wir werden bei ein paar Acts vorbeischauen und fragen, was sie denn machen, wenn sie eben nicht auftreten.